Hallo, können Sie sich vielleicht kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Elke Kolatzi, ich komme vom Zabel-Gymnasium Gera. Gera ist das grüne Herz Deutschlands, das heißt also aus der Mitte Thüringen komme ich. Okay, und Sie? Ich bin Nadja Blust, ich bin Deutschlehrerin, komme aus Frankreich, aber ursprünglich aus Russland. Ich bin Deutschlehrerin. Okay, und was war das Thema Ihres Workshops? Unsere gemeinsamen Videokonferenzen, das heißt also gemeinsamer Russisch- und Deutschunterricht in Web 2.0. Wir haben das mit Hilfe von Adobe Connect Pro Meeting vorgestellt, unsere Projektpartnerschule aus Orenburg. Das liegt Richtung Ural, also von Moskau so ungefähr 2000 Kilometer. Und heute haben wir das richtig toll gekriegt mit Sound, mit Video und alle waren zufrieden. Wir auch. Und was war so der Schwerpunkt des Themas oder das Ergebnis dann? Also der Schwerpunkt ist zunächst erstmal, wie kann man authentischen Fremdsprachenunterricht organisieren? Das heißt also von deutscher Seite authentischen Russischunterricht und von russischer Seite authentischen Deutschunterricht. Ja, und also vom Schwerpunkt her ging es im Prinzip darum, wie bereitet man das technisch, methodisch vor, didaktisch, methodisch und welche Kompetenzen braucht ein Lehrer, welche Kompetenzen braucht ein Schüler, um das alles zu einer runden Sache werden zu lassen. Dabei muss man sagen, dass wir zum ersten Mal hier kennengelernt haben. Das andere, die ganze Zeit, fast ein Jahr, kommunizieren wir online. Also das heißt, es sind Online-Webkonferenzen, wo wir interagieren, kommunizieren, Fremdsprachen lernen und einfach Spaß haben. Ja, um das vielleicht nochmal richtig deutlich zu machen, also wie lernt man sich kennen? Welche Berührungsmöglichkeiten gibt es, dass wir zwei uns kennengelernt haben? Das ist also eine ganz spannende Sache. Das heißt also, irgendwo gibt es mal ein Lehrerforum, in dem man sich austauscht, man lernt sich kennen, man wird eingeladen in einen virtuellen Klassenraum, man besucht Webinare. Und plötzlich arbeitet man zusammen und stellt fest, okay, da gibt es Projekte, die man gemeinsam angehen kann. Und ich denke, da sind wir wirklich Vorreiter. Und das ist wirklich diese Web 2.0-Geschichte, wo ich das nicht nur nehme von den Web 2.0, sondern gebe. Und wenn wir mehr abgeben, bekommen wir Doppelte. Stimmt, das klingt schön. Und was erhoffen Sie sich jetzt so für die Zukunft? Neue Notebooks. Ein Klassensatz Netbooks, also das hat oder Notebooks, also das war uns eigentlich ganz besonders wichtig, weil wir von der Landesregierung kaum Unterstützung haben, weil wir auch nicht die Typen sind, die jetzt groß nach außen klappern, sondern wir machen unser Ding einfach und versuchen zwar an die Öffentlichkeit zu gehen durch kleine Ausstellungen, beziehungsweise jetzt am Montag in der Dienstberatung den Lehrern das vorzustellen, aber im Moment bedrohen wir damit noch andere. Das ist also wirklich eine Sache, wo man einfach sagen muss, es muss in den Köpfen wachsen. Und das wird sicher noch ein langer Prozess sein. Und es hätte uns sehr geholfen, hätten wir hier für uns eine Chance gehabt, denn dann könnten wir weitermachen. So wissen wir es nicht. Wir wissen nicht, wie der Lehrereinsatz im nächsten Jahr ist. Wir wissen nicht, ob unsere Schule noch erhalten bleibt, ob die Klasse in dem Verband vielleicht noch erhalten wird. Das wissen wir alles nicht. Und wenn wir vielleicht eine Ganztagsschule werden mit neuen Konzepten, ja, dann mag das möglicherweise wieder anders aussehen. Und Netbooks hätten uns schon geholfen. Die hätten wir schon brauchen können. Ja, aber wir gewinnen sowieso später. Aber wir machen das nächste Projekt mit Netbook-Klassen jeden Tag, digitales Klassenzimmer, dann jeden Tag Fremdsprachen lernen voneinander und miteinander. Richtig, und Microsoft Hilt unterstützt uns. Also als Lehrer haben wir unter 700 Teilnehmern schon den dritten Platz belegt mit den Videokonferenzen. Also da waren wir schon ganz gut. Ja, das klingt echt schön. Dankeschön. Okay, hallo. Könntet ihr euch vielleicht ganz kurz vorstellen? Ja, also ich bin Wanda Burzig, ich bin Schülerin der 8. Klasse am Zabel-Gymnasium und habe eben schon an mehreren Videokonferenzen zwischen Gera und Orenburg teilgenommen. Also ich bin Saskia und ich komme auch vom Zabel-Gymnasium und ja, habe auch schon an Videokonferenzen teilgenommen. Ich bin Ludwig und ich komme von derselben Schule, selbe Klasse und ich habe auch an Videokonferenzen teilgenommen. Okay, und wie sieht es genau aus mit den Videokonferenzen? Was macht ihr da und mit welchen Ländern und wie gefällt euch das? Also wir haben es bis jetzt nur mit Russland gemacht, weil wir auch Russisch lernen. Und naja, bei der ersten Videokonferenz hat man sich dann erstmal gegenseitig vorgestellt und so. Und dann jede Videokonferenz zu irgendeinem bestimmten Thema, was vorher festgelegt wird. Okay. Ja, also es ist auch einmal im Monat und das ist dann eben immer eine Schaltung zwischen Gera, Frankreich und Orenburg. Und ja. Okay. Ja, wir haben die Konferenzen mit der Orenburger Kadettenschule. Es ist eine Militärschule und es ist sehr interessant von denen auch zu lernen, wie die dort leben.
Okay, und findet ihr, das bringt euch was und es macht Spaß und ihr könnt damit auch besser so die Sprache lernen? Auf jeden Fall, weil man eben auch mal mit richtigen Leuten aus Russland spricht. Und es macht auf jeden Fall auch viel mehr Spaß, wenn man weiß, wofür man das macht. Okay. Ja, also es ist eben viel authentischer, mit echten Leuten so zu sprechen, anstatt immer aus dem Lehrbuch. Mhm. Und natürlich lernt man dadurch auch viel mehr von der Kultur, von den Kadetten kennen. Okay. Und wir haben auch einen privaten Briefkontakt mit den Ordenburgern jeweils und es macht auch sehr viel Spaß, von den Sachen zu erfahren, die für uns unglaublich sind. Okay, gut, klingt interessant. Und was erhofft ihr euch so für die Zukunft, wie das weitergeht, dass es so weiterläuft oder dass sich vielleicht was ändert? Also ich hoffe auf jeden Fall, dass die Videokonferenz bleiben. Bis jetzt haben wir es ja monatlich, vielleicht könnte man es öfter machen. Und ich würde auch gern mal dann wirklich nach Russland fahren. Mhm. Ja, also ich sehe das eigentlich auch genauso. Aber man muss natürlich immer dann hoffen, dass eben mehr Unterstützung kommt. Mhm. Okay. Ich würde mir auch wünschen, dass wir dann eine Laptop-Klasse werden, dass wir das auch viel bessere Konferenzen machen können und auch öfter. Okay, gut, dann wünschen wir euch viel Erfolg und viel Glück. Und ja, Dankeschön. Mein Name ist Elke Kolozzi, ich komme vom Zabel-Gymnasium Gera. Gera liegt in Thüringen, also dem grünen Herzen Deutschlands. Und wir sind hier auf der DigiLearn mit Schülern, um unsere Videokonferenzen zwischen Deutschland, Russland und Frankreich vorzustellen und auch in einem Workshop im Prinzip nochmal die technischen und planungsrelevanten Fragen einfach nochmal mit zu beantworten. Russisch ist bei uns zweite Fremdsprache. Das heißt also, die Schüler, die dabei sind, erlernen ab der 5. Klasse die russische Sprache als zweite Fremdsprache, sind also jetzt in einem Stadium, wo sie die Sprache relativ gut schon beherrschen und wo einfach auch der Wunsch besteht, miteinander oder authentisch zu kommunizieren, was ein Lehrwerk nicht kann. Da gibt es eben immer nur diese Übung, stell dir vor, du bist im Geschäft, du möchtest einkaufen und so weiter. Und die Videokonferenzen ermöglichen uns eigentlich die Möglichkeit, wirklich mit unseren Partnern in Orenburg, also südöstlich vom Ural, zu kommunizieren. Die Orenburger lernen die deutsche Sprache, das heißt also, sie werden Deutsch sprechen, wir Russisch. Und so entstehen dann eben sehr, sehr interessante, authentische Lebens nahe Unterrichtssituationen, die uns wirklich auch sprachlich weiterbringen. Das geht natürlich nicht ganz einfach. Es bedarf einer enormen Vorbereitungszeit seitens der drei involvierten Kollegen. Das heißt also, unsere Moderatorin aus Frankreich, meinerseits und von russischer Seite. Es gilt zu überprüfen, welche Redeabsichten können realisiert werden, welche Wege sind bis zur Realisierung dieser Sprachabsichten zu begehen, welche authentischen Materialien sind bereitzustellen, denn für diese Form von Unterricht gibt es keine Materialien. Das heißt also, es wird alles von uns persönlich erstellt, Fotos, Modenschau beispielsweise, Souvenirs, Geschäfte, Schilder, Straßenaufschriften, alles wird selbst gemacht und wird natürlich dann in der Dropbox zur Verfügung gestellt, sodass wir auch einen Pool an Material haben. Aber ich möchte nicht so ganz alleine das sagen, weil und die Initiatorin steht eigentlich neben mir, sie kommt jetzt. Das ist nämlich die Nadja Blus, freiberufliche Online-Lehrerin aus Frankreich, Deutschunterricht als Fremdsprache und ohne sie wäre das im Prinzip überhaupt nicht gelaufen. Und die Nadja würde ich jetzt einfach noch mal bitten, ganz kurz was zur technischen Seite zu sagen, zu deinem Raum. Wir verraten gar nichts. Nein, nein, aber... Wenn wir Notebooks gewonnen hätten, dann ja. Nein, aber Adobe Connect ist der virtuelle Sprachraum, in dem wir arbeiten. Und auf den bist du ja eigentlich gekommen, weil Skype alleine einfach nicht mehr ausreicht. Ja. Na, wir wollen also auch ein virtuelles Tafelbild haben. Wir wollen die Partner nicht nur sehen und hören, sondern wir wollen also auch in den Videokonferenzen gemeinsam mit ihnen arbeiten. Und das ist ganz wichtig. Nur so entsteht die Interaktivität einfach. Genau so ist es. Nur so kann man die Fremdsprachen lernen, wenn man schon so tausende Kilometer liegen zwischen uns. Ja. Richtig. Und auch, weil gerade die 1000 Kilometer gesagt oder tausende Kilometer, wir haben also auch immer einen Zeitunterschied von 5 Stunden zu überwinden. Es ist also auch noch ganz interessant, wenn wir also im Vormittagsbereich arbeiten, haben unsere Partner in Russland natürlich schon ihren Unterricht absolviert, sind in der Hausaufgabenzeit, beziehungsweise müssen manchmal auch kürzer treten, um vom Sportunterricht oder von der sportlichen Ausbildung freigestellt zu werden. Und das bedarf natürlich enorm hoher Absprachen. Ja. Okay.